Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht es Teil 3 bei der Firma Infinitas. Wir haben schon zwei Teile hinter uns. Höchstgradig interessant. Mega Firma. Jetzt wird es so richtig, richtig spannend, weil wir stehen hier vor eurem allerneuesten Projekt. Genau, den Hybridcharger. Das heißt, ihr habt richtig gehört, Hybridcharger heißt... Nichts Elektro. Heißt Kompressor. Kompressor sieht eigentlich von der Größe her, wie ich finde, eher so nach 1000 PS aus. Also echt riesig. Und auf der anderen Seite die zweite Rohlader. Leistungsmäßig ist schon komplett fertig, das Projekt? Also ja, nein, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt die erste Leistungsstufe draußen. 600 PS mit TÜV. Mhm. Ist ein riesen Thema natürlich, TÜV. Und 800 Newtonmeter. Mhm. Das heißt, in welchen Autos wird das so zum Einsatz kommen? M2 Competition, also alle, wo überall, wo der S55 Motor verbaut ist, ist der M2 Competition. M3 F80, M4 82, 83. Also nicht in den M2 ohne den S55 Motor. Da muss man nur aufpassen. 600 PS klingt jetzt erstmal ja gar nicht so viel. Ja, es geht also nur auf die Hinterachse. Das schiebt schon gut an. Vorteile? Also was habt ihr euch bei dem ganzen Kit überhaupt so überlegt? Wie kam es dazu? Was wir uns bei dem Kit überlegt haben, ist halt einmal so der Punkt, wir hatten oft so das Problem, sag ich mal, wir haben 600, 700 PS gemacht bei dem Auto. Dann macht der Kunde seine Motorhaube auf und sieht einfach gar nichts. Also er nimmt theoretisch dasselbe Auto mit, wie er gekommen ist. Und jetzt ist halt einfach so, man macht die Motorhaube auf und zack, der Kunde sieht gleich hier, der das Kompressor ist jetzt anders, alles anders. Wir haben hier einen Ladeluftkühler nochmal. Also optisch auf jeden Fall 1000 PS. Optisch ja. Wenn du jetzt eine Haube aufreißt, der sieht jetzt aus wie optisch 1000 PS. Da geht auch optisch natürlich mehr, man hat den riesen Vorteil. Sound. Mhm. Also wenn man fährt damit, dann hört man immer diesen Kompressor, was mich extrem freut, weil man einfach so ein bisschen, ja, ich finde den Serien S55 nicht so geil. Viele haten mich jetzt dafür, aber ich meine, zur Serie davor E90 Hochdrehzahlkonzept und der gibt denen einfach nochmal ein ganz anderes Soundgefühl. Ich bin neulich das allererste Mal den Motor im M3 gefahren. Ja. War so ein 1200 PS. Aber ich war brutal überrascht, hätte ich niemals gedacht. Also selbst das fand ich schon ansprechverhaltenmäßig extrem gut für das, was wir sonst so bei der Leistung gewohnt sind. Und dann diese Harmonie aus Motor, Getriebe, so alles, muss ich wirklich sagen, war ein Mega-Auto. Also wirklich fuhr, ist konstant hohe, dreier, flache, tief vierer Zeiten gefahren. 102. Das ist schon gut, ja. Ja, das in so einem Auto, wo du einfach nur drin sitzt, am Pedal ziehst und fertig. Schon der Wahnsinn, ja, mit dem DKG zusammen. Das ist schon krass. Wir können hier auch mehr Leistung machen. Also wenn jetzt der Kunde sagt, er möchte jetzt 700, 800, 900 oder 1000 PS, kein Problem, geht. Muss man halt auf Anfrage machen. Ist jetzt nicht in der Schublade fertig. Wir entwickeln gerade weiter an weiteren Ausbaustufen. Aber aktuell ist halt einfach die 600 PS Variante fertig. Das heißt, 600 PS bleibt Motor auch Serie komplett? Genau, 700 PS auch noch. Und ab 700 PS haben wir uns entschieden, muss der Motor gemacht werden. Das heißt, ihr plant aber schon so, dass der Lader dann immer bleibt oder wird dann auch immer größer, kriegt noch Upgrades? Der kriegt noch Veränderungen, genau. Also es wird nicht immer derselbe Lader wahrscheinlich sein, aber das ist halt viel Theorie, wo wir jetzt noch sind. Wir müssen uns in der Praxis dann einfach schauen, ob wir an dem Kompressor noch was ändern können. Wir können es ja hier einfach sagen, okay, wir passen hier noch dementsprechend was an. Aber da sind wir sehr theoretisch unterwegs, nicht praktisch. Wir müssen einmal das Kit überhaupt vorstellen. Also, Biturbo-Motor, aber hier kommt extra Kompressor dran. Das heißt, vor diesem Kompressor wird die Luft angesaugt. Genau. Wird dann einmal verdichtet. Genau. Geht dann durch den Kühler und geht von hier aus wieder in die Ansaugseiten der beiden Turbolader. Richtig. Also der Kühler teilt es direkt auf, links, rechts. Mhm. Das heißt, die Turbolader kriegen auf einmal schon vorkomprimierte Luft. Richtig, das wäre wie wenn du jetzt sozusagen an Meereshöhe bist, ist ja auch, hat man auch ein anderes Umgebungsdruck zum Beispiel. Und so ist es auch, der Kompressor lagert die Luft vor. Ja. Es ist nicht so, dass der jetzt, eigentlich so beschreibt es ganz gut. Hat einfach folgenden Vorteil, dass in Drehzahlbereichen, wo die Turbolader von der Abgasmenge her noch gar nicht richtig angetrieben werden würden, drückt er schon so viel Luft durch, dass der Motor halt alleine durch den Kompressor schon genug Luft im Rennraum hat, um das Ansprechverhalten da wieder zu holen. Genau, richtig. Also das Ansprechverhalten ist sozusagen, das kannst du dir so vorstellen, wenn du einen Upgrade-Lader reinpackst, dann verschiebst du das Ansprechverhalten weiter hinter und mit dem Kompressor verschiebst du es weiter vor. Mhm. Also exakt das, was der große Lader einen Nachteil hat, hat der Kompressor einen Vorteil. Mhm. Das heißt wirklich, reintreten fährt los. Ja. Geil. Also die Time-to-Torque ist einmal besser und man kann auch das statische Drehmoment
ist auch besser. Ja, das ist schon ein krasses System. Ja, habe ich auch so in der Art und Weise noch nie gesehen. Nee, gibt es auch so. Also, dass der Kompressor über das komplette Drehzahlband, also er ist nicht nur als Anfangunterstützung dabei, sondern er dreht wirklich das ganze Drehzahlband mit. Ja, dann würde ich sagen, können wir ein bisschen technischer darüber auch gerne. Ich glaube, du hast noch ein paar technische Fragen bestimmt. Würde ich meinen Vater mit dazu holen, der hat das entwickelt. Gehen wir mal rein. Haben so viel über ihn gehört. Schauen wir mal, ob er den direkt wird. Hallo! Philipp. Grüße dich. Uns wurde schon viel berichtet. Ehrlich? Nur positiv. Hat Nico euch schon eigentlich gezeigt, ja. Sehr schön. War's interessant? War höchstgradig interessant. Ich habe sie komplett unterschätzt, wie groß und vor allen Dingen wie professionell das Ganze ist. Danke. Auch wie viel selber gefertigt wird. Ist ja auch immer Unterschied, ob Tuner der Teil verbaut oder halt wirklich, also für mich ist das fast mehr Fertigung als Tuner. So würde ich es eigentlich mal sagen. Gerade so diese Kompressorfertigung ist ja schon, was Besonderes. Ne? Ja, es ist schon sehr aufwendig, sehr viel Präzision ist immer. Das ist richtig. Ja. Hast du die Entwicklung auch gesehen? Mhm. Wir machen relativ viel Entwicklung. Okay. Dann hast du alles gut gezeigt. Sehr schön. Und dazu kommt, ich bin auch noch begeistert von der Halle. Also diese Holzbauweise, weiß ich nicht, auch das Büro, man fühlt sich irgendwie wohl. Ja gut, ich bin ja die meiste Zeit meines Lebens. Meine Frau schimpft, dass ich so viel im Büro bin. Ja. Deswegen habe ich immer ein bisschen häuslich, ein bisschen wohnlich angesetzt. Eigentlich das Wohnzimmer. Schon ein bisschen, gell? Ja, nee, jetzt in letzter Instanz sind wir gerade bei eurem allerneuesten Projekt hängen geblieben. Mhm. Und da sollst du uns technisch noch mal ein bisschen die letzten Raffinessen zeigen. Klar, gerne. Wenn wir sie erfahren dürfen, das ist der andere Punkt. Ja, doch, natürlich. Auf jeden Fall. Dürft mich alles fragen. Ich kann höchstens Nein sagen, aber das ist alles öffentlich, also das ist kein Thema. Wir machen hier schon ein paar Sachen, die darf ich nicht zeigen. Wir machen auch teilweise OEM-Entwicklungen. Da könnt ihr nichts drüber zeigen, aber die Sache, das ist alles kein Thema. Das war auch ein Punkt, wo ich extrem überrascht war mit dem Kompressorprüfstand. Ist ja auch nicht was jeder so einfach mal hat und auch damit umgehen kann und dann auch überhaupt weiß, was er da macht. Machst du dich nicht setzen? Wir können auch ein bisschen hier quatschen. Da geht es ja auch schon los. Das ist schon. Weil wir sind in das Video reingegangen und meine Erfahrung mit Kompressoren war eigentlich, dass die alle, das war meine erste Frage, wie lange so ein Kompressor hält bei euch. So, weil ich kenne das, wirklich so, diese Rotrex-Dinger und sowas, die fliegen halt schon gerne mal auseinander. Okay. Ja gut, über Mitbewerber möchte ich jetzt nicht äußern, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich sag mal, wir sind der einzige Hersteller, der schnell laufende Radialverdichter fertigt, die auch eine UEM-Freigabe haben. Mhm. Ja. Wir sind sogar schon mit diversen Rennteams unterwegs gewesen. Ein berühmter Rennwagen war der Alpina, das Greenpeace. Ja, da sind wir auch schon gefahren. Es gibt Schiffsmotoren mit unserem Kompressor. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast von Nikolai. Ich bin immer so zufällig so was stehen. Ja, da liegen sogar stehen. Und das ist zum Beispiel jetzt, ob da steht was. Das ist jetzt ein Prototyp gewesen, den wir zusammen mit Iveco und Caterpillar entwickelt haben für Schiffsmotoren. Und das ist jetzt Kompressor elektrisch? Sieht zumindest aus. Fast. Oder ist irgendwas anderes? Das ist eine elektromagnetische Axialkupplung, die da dran ist. Ah, okay. Das heißt, den kann man zu- und abschalten. Der wurde damals gemacht zur Anfahrtunterstützung und zur Optimierung vom Abgasverhalten. Und der lief quasi von der Lauf bis zur gewissen Drehzahl. Wenn der Turbo den überholt hat vom Leitdruck her, wurde er abgekuppelt. Und deswegen, das, was du meinst, was vorne im Motor ist, ist eine elektromagnetische Kupplung. Also der ganze Teil so? Ja, genau, richtig. Und was auch gut ist in dem Zusammenhang, ich habe dir mal unsere Welle gezeigt. Das ist unsere Verdichterwelle. Das ist zwar nicht die, aber wenn du mal die Hand nimmst. Das, genau dieses Teil so. Habe ich mir unten schon zeigen lassen. Achso, schon zeigen lassen, genau. Weil ich mir auch überlegt habe, dass dieses Teil, die Drehzahl, die Masse von dem Verdichterrad da drauf, muss ja schon so eins der, ich sag jetzt mal nicht kompliziertesten, aber schon eins der wichtigsten Bauteile drin drauf. Richtig. Das ist das Kernrohr eigentlich. Also diese Welle dreht bis zu 120, 110, 120 nach Einsatzfall 1000 Umdrehungen und schätzt mal, was dann Leistung drüber geht, maximal. Das war, hatte ich beim Prüfstand auch gefragt, was so ein Kompressor wohl an Verlustleistung erstmal braucht, dass der wahrscheinlich wird über diese Welle auch, man müsste es jetzt umrechnen. Ganz grob, schätzt mal. Überleg mal, wie so eine Kurbelwelle ausschaut. Genau, ich überlege gerade mit der Übersetzung, ist es eine Übersetzung? Der kennt sich gut aus, der Technik. Also PSMAN. Ich würde sagen so 10 PS.
Bis zu 100 PS. 100 PS, okay. Bis zu 100 PS für diese Welle. Also diese kleine Welle, diese kleinen Zähnchen, das ist eine 005 schräg verzahnt. Ah, ich habe auch gerade falsch gesagt, das ist ja eine Untersetzung, also es wird ja mehr, okay. Ja. Nein, also mit dieser Welle laufen bis zu 60, 70 kW, also knapp 100 PS. So, was ist das Geheimnis dahinter? P ist M mal N, das heißt, die Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment. Das Drehmoment ist klein, Drehzahl ist hoch und deswegen kann diese kleine Welle so viel Leistung vertragen. Weil Drehmoment ist sehr gering, aber Leistung ist hoch. Dafür 100.000 Drehmoment. Genau. Ich finde das überhaupt Wahnsinn, dass das bei der Drehzahl überhaupt noch mit einer Zahnrad so funktioniert. Ja, da haben sich viele gewundert. Also gerade da, wie wir damals mit Iveco das angefangen haben, die Entwicklung, wollte natürlich da rein, mal reinschauen in den Kompressor und die bauen LKW-Motoren. Das kleine Teil gesehen haben und gesagt, das hält nicht, das funktioniert nicht. Aber wie hoch ist die Unter- bzw. Übersetzung? Übersetzung 1 zu 15. Zu 15, okay. Also wird schon sauber schnell übersetzt. Hat das einen Grund, warum die Verzahnung so... Du schaust sehr genau hin, ob es schräg verzahnt ist. Ja, das Geräuschverhalten ist dadurch optimiert. Schräg verzahntes Getriebe. Mhm. Also unsere Kompressoren, hast du bestimmt schon, habt ihr schon was gehört? Habt ihr schon mal ein Auto mal angeschmissen? Nein, ich habe keine Ahnung. Also unser Kompressor... Noch nicht gekommen. Also eigentlich ist unser Kompressor, du hörst ihn nicht. Er ist leise. Mhm. Das Lauteste, was du hörst, sind die Strömungsgeräusche von der Luft. Aber das ist prinzipbedingt von den Luftführungen. Es gibt zum Beispiel Bausätze, wir haben beim MOH13, beim MOH12, beim Mercedes Kits entwickelt. Da ist die Drosselklappe vom Kompressor, das Ganze sitzt unter dem sehr mäßigen Luftfilter, da hörst du gar nichts mehr. Also du hörst wirklich überhaupt nichts. Du hörst relativ wenig, das ist der T1 Kompressor. Manche sagen fast schon zu wenig, deswegen sagen auch viele, dass der S55, den wir jetzt gebaut haben, den Hybridcharger, den ich gerade angeschaut habe, da ist der neue Kompressor drin, der T6. Da hörst du ein bisschen was. Ja. Mhm. Der ist dann wieder ein bisschen emotioneller. Aber durch diese Schrägverzahnung ist es eigentlich nicht hörbar, das System. Der Kompressor. Hier sitzt ein Kugellager und ein Gleitlager. Kugellager. Also das Problem ist, wenn du da ein Gleitlager hättest, ja, durch die hohe Übersetzung hast du dann auch ein relativ hohes Aufnahmemoment vom System, weil ein Gleitlager hat immer Reibung. Mhm. Relativ hohe Reibung sogar. Und das haben wir mal versucht mit dem Gleitlager, aber du hast die irrsinnige Aufnahmeleistungen. Mhm. Also wir haben es wälz gelagert, hat auch einen Vorteil, ist geometrisch genauer geführt und weniger Verlustleistung, also mit dem Gleitlager funktioniert das nicht. Mhm. Bezogen auf die Leistungsaufnahme. Ja, ja. Da werden wir nachher noch ein paar Sachen anschauen unten vielleicht, oder? Ja, da steckt schon brutal viel Technik hinter und auch eine Technik, die man nicht an jeder Ecke mal sieht, weil bei Turbolader ist ja schon so, an allen Ecken gibt es irgendwelche Firmen, die Turbolader bauen, aber so kompressormäßig ist ja das, ich wusste es auch ehrlich gesagt gar nicht, als er gekommen ist, ich wusste nicht, dass er die Kompressoren selber baut. Ja, ich dachte, da ist irgendein Standardkompressor drin, deswegen ist es umso cooler jetzt zu erfahren, dass hier wirklich tatsächlich alles komplett selber gebaut wird. Ja cool, freut mich, dass du da bist und freut mich auch, dass du dich technisch so gut auskennst, also stell ruhig Fragen, weil wie du schon selber festgestellt hast, wir stellen den selber her, wir ingenieren den selber, wir entwickeln auch Kompressoren selber. Wir sind momentan beim sogenannten T6, also das ist jetzt ein Bauteil von unserem T1. Wir haben drei Kompressoren im Einsatz, T1, T3, T6. Jeder hat sein eigenes Getriebe und der T6 ist der, den ihr gesehen habt, draußen im Motor, am S55 Motor. Und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde mal sagen, stell einfach Fragen und... Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal raus und gucken mal am Motor. Gerne, so, als allererstes die Frage, wir haben das System gerade schon so grob erklärt. Hast du auf diesen Motor geguckt und dir ist das sofort eingefallen? Wir machen das jetzt mal so, diesen Kompressor davor zu setzen, dann den Ladeluftkühler, dann in die Turbolader rein? Also jetzt erstmal, warum machen wir das? Ja, du musst, wie du vorher schon gesagt hast, Turbo macht eigentlich jeder. Ja, und wir sind Kompressorhersteller und natürlich müssen wir uns auch überlegen, wie können wir uns noch rechtfertigen, wie können wir noch was finden? Und eigentlich sind wir auf die Idee gekommen, wir können auch unseren Kompressor als so eine dichte Stelle annehmen. Das heißt, der Kompressor ist ja den beiden Turbos vorgeschaltet und erhöht die Dichte. Das heißt, zuerst mal die Idee, was machen wir, was können wir machen, um die Motorleistung zu steigern. Und dann, was du gesagt hast, wie bringen wir es rein? Da standen wir vom Motor davor und haben uns überlegt, wie bringen wir das ganze System überhaupt rein. Also erst haben wir uns ein Konzept überlegt, was könnte man machen. Aber eigentlich haben wir solche Konzepte schon ähnlich für einige OEM-Hersteller entwickelt und deswegen wussten wir, thermodynamisch, strömungstechnisch funktioniert das. Und wie wir dann vom Auto standen,
Ich habe damals schon vor 15 Jahren beim Hurricane, beim V10, zwei Kompressoren eingebracht. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Also wir haben ja auch Messmittel da. Wir haben ein Laserfassungssystem, das heißt, wir bauen erstmal alles aus, wo wir meinen, das brauchen wir nicht so, das ist nicht so wichtig. Meistens mal, da hast du jetzt dann Fahrtrichtung links, jetzt der Luftfilterkasten, der kommt raus und dann, ja, hier war der Ausgleichpelt, aber der sitzt jetzt wieder drinnen. Wir machen einfach mal alles frei, scannen das Ganze mit unserem, wir haben so einen Faroarm mit so einem Laser. Dann machen wir Reverse Engineering, packen uns das CAD rein und dann schauen wir ins CAD, wo kriegen wir das Ganze hin. Erste Frage, die ich habe. Wir gehen mal so ein bisschen die Lastzustände von so einem Motor durch, weil mich einfach mal interessiert, wie dieses System funktioniert. Okay. 2000 Umdrehungen, ich gebe Vollgas. Mhm. Dann kommt hier ja Lumpmenge X schon mal raus und ich werde wahrscheinlich direkt hinter dem Kompressor theoretisch erstmal schon mal 0,5, 0,8 Bar haben. Nee, hast du nicht. Also das ist ein Radialverdichter, der funktioniert nicht so wie ein normaler Verdrängerkompressor. Mhm. Also der hat relativ wenig. Bei 2000 Umdrehungen schätze ich mal, dass er bloß ein Zehntel hat. Ah, also der... Wenn wir vielleicht Zehntel, eineinhalb Zehntel haben, und diese Luft, die lagern wir dann vor, aber das merkst du schon deutlich. Mhm. Du merkst schon deutlich, weil wie funktioniert es? Jetzt sind wir ein bisschen bei Mathematik. Das sind wie Multiplikatoren. Mhm. Also wenn der 1,5 Zehntel bringt, hat er quasi ein Druckverhältnis von 1,15. Mhm. Die Turbos haben dann ein Druckverhältnis von 1, also man muss stationär oder instationär betrachten. Jetzt betrachten wir es mal stationär. Das heißt, wir fahren 2000 Drehungen an und schauen uns langsam an, wie sich die Ladung einpendeln würde. Die Turbos haben bei 2000, ich sage es mal, ein Wert, wahrscheinlich stimmt er nicht, aber ich sage es mal 2, dann werden die Werte miteinander multipliziert. Das heißt, dann hat das gesamte System nicht ein Druckverhältnis von 2, sondern von 1,15 mal 2. Mhm. Wäre es gut im Kopf, reden. 3? Nee, nicht ganz. Das wäre bei 1,15. Ja. Dann sind wir bei 2,3. Also ein Druckverhältnis von 2,3, das heißt, wir haben einen Überdruck von 1,3. Mhm. Also statt Serienturbos hätten dann einen Überdruck von 1. Wir haben dann 1,3 Bar Überdruck, also aber quasi 30% mehr Füllung schon. Mhm, so, und das Ganze explodiert dann eigentlich nach oben raus, weil, wie ich gesagt habe, die Radialverdichter, die kommen über Drehzahl. Also 1,3 Bar, muss ich einmal unterbrechen, nicht 1,3 Bar Überdruck, sondern doch, eigentlich... Doch, genau. Also wir fahren, ja, das ist ein bisschen Mathematik, ein bisschen schwierig. Also, die sind in Reihe geschaltet und die multiplizieren sich in ihren Druckverhältnissen. Mhm. Also er schafft 1,15 und die beiden Turbos schaffen 2. Mhm. Das heißt, du fährst ein gesamtes Druckverhältnis von 2,3. Mhm. 2,3, das heißt 2,3 absolut. Mhm. Wir in der Motorenentwicklung betrachten eigentlich immer Absolutdrücke, aber meistens werden wir die Überdrücke betrachten. Das heißt, der hat dann quasi 2,3 minus Umgebungsdruck, also ungefähr 1,3 bei Überdruck. Was dann für die Drehzahl schon wieder viel ist. Richtig. Mhm. Genau. Deswegen, wenn wir jetzt 1,5 hätten, hätten wir schon 2 Bar Überdruck. Das wäre schon brutal. Ja, also das, und das Problem ist auch beim S55, haben wir auch festgestellt, dass der Drehschwung hat. Man kennt ja die Zentralschraubenproblematik bei dem Motor. Der packt gar nicht so viel Drehung. Mhm. Aber ab 3000 geht es dann so langsam richtig los. Also unser Kompressor schafft ein Druckverhältnis von, ich sag mal, knapp 2. Jetzt kannst du ausrechnen, mit diesem Sermising Turbos auch so ein Druckverhältnis von U2 schaffen, könnte man theoretisch bis auf knapp Druckverhältnis 4,5 gehen. Also wir schaffen so viel Ladedruck, da würde nochmal alles auseinanderfliegen. Alles unten rausfällt. Alles, das brauchen wir gar nicht. Das aber für die Zuschauer nochmal, es ist tatsächlich so, dass hier theoretisch 0,1 Bar rauskommen. Ja, genau. Und nach Turbolader in der Drehzahl schon 1,3 sind dann. Genau. Das ist dann ja schon, dann machen ja diese 0,1 wirklich schon extrem viel aus. Genau, das macht schon viel aus. Und wenn da aber nicht mal 0,1 oder 0,5 liefert, ja, kannst du ja aussehen, was dann abgeht. Dann musst du da wahrscheinlich schon Wastegate aufmachen und dran herbeiführen, weil sonst rausfällt. Richtig, genau. Der Vorteil ist halt mit dem System, wir schaffen eigentlich mit sehr mäßigen Drehzahlen oder fast schon mit nicht sehr mäßigen Drehzahlen, mit kleineren Drehzahlen als Serie, schaffen wir trotzdem mehr Ladedruck. Mhm. Und normal ist ja so, du kennst das Chip-Tuning, ja, was machen wir da? Ja. Wir machen das Wastegate weiter zu, das heißt, der Turbo, die Turbos in dem Fall, sind zwei Turbos, drehen schneller, was auch nicht so förderlich ist für uns. Liegt halt einfach daran, dass man vor dem Turbolader auch schon einen Überdruck und nicht teilweise wahrscheinlich einen Unterdruck sogar hat, wie es serienmäßig gebaut ist. Ne? Richtig. Da hast du einen leichten Unterdruck. Wir haben halt untenrum bei 2000 schon einen leichten Überdruck, der aber mit steigender Drehzahl dann immer größer wird. Okay, das heißt jetzt also auch, eigentlich muss man das System dann sogar so erklären, dass der Kompressor dann auch so groß sein muss, dass er theoretisch auch auf diese 600 PS ausgelegt ist. Richtig. Weil der dauerhaft mitläuft und ja auch dauerhaft die Luft durch die Turbolader durchbläst, sage ich jetzt einfach. Genau, richtig. Wie viel können die Serien-Turbolader mit dem Kompressor mehr?
jetzt sind wir erstmal bei 600 PS. Ja, es kommt jetzt gerade noch eine größere Stufe, da werden wir schon noch 100 PS drauflegen. Aber das heißt, bei 700 PS würdest du nicht sagen, sind die Serienlader am Ende? In dem Konzept nicht, weil wir die Dichte steigern. Ja, ja, klar. Also und das noch bei Weitem nicht. Das ist das, was man so den Leuten, weil ich muss selber gerade erstmal so kapieren. Ist was Neues. Weil man denkt eher so Kompressor, Turboloch weg. Aber es ist ja eigentlich schon so, dass man einfach die ganze Effizienz von dem ganzen Motor in dem Moment steigert und somit mit den kleinen Originalturbos wieder doch viel, viel mehr Leistung irgendwann schaffen kann. Ja, ja. Es ist sehr schön, dass du alles gesamt betrachtest, weil viele Parkour sind immer ein kleiner Aspekt. Ach, der Kompressor bringt bloß ein Zehntel von Aldruck, aber du hast das richtig erfasst. Ja. Das Zehntel bringt schon 30% mehr Füllung. Sprich 30% mehr Drehmoment. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, es könnte passieren, dass das so mit Originalturbos in Richtung 800 PS oder so auch geht. Vielleicht. Ja, die Chancen stehen gut. Also praktisch irgendwann auch. Durchgerechnet haben wir schon, also theoretisch soll es funktionieren. In der Praxis hast du noch ganz andere limitierende Faktoren. Also wir tüfteln da ein bisschen. Mhm. Krass, weil da muss man wirklich sagen, selbst für 700 PS schon, musst du bei so einem Motor ja sonst Upgrade-Turbos schon machen. Mhm. Das ist ja schon immer, klar, hier baut man einen Kompressor drauf, aber mit Ladertausch und so. Also. Und bei 600 PS überdrehen wir diesen Turbos nicht. Also wir sind in gesunden Drehzahlbereichen, also das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der sehr interessant ist. Das heißt, theoretisch müsste es dann auch so sein, dass die Luft, die aus den Turboladern rauskommt, auch kälter ist, oder? Gegenüber Serie. Okay. Ja, weil wenn die im effizienteren Bereich laufen, könnte ich mir schon vorstellen. Stimmt, ja klar, natürlich, wenn es im effizienteren Bereich laufen, auf jeden Fall. Es ist aber ziemlich abhängig, wo sie sich im Verdichterkennfeld befinden. Also ich sag mal, das ist immer marginal. Wenn wir vielleicht 5 oder 10 Grad kälter sind, kann sein, es können aber 5 oder 10 Grad mehr sein. Ja. Also wir bewegen uns auf jeden Fall in den Bereichen, wo es Serie auch. Wo noch kein anderer Ladeluftkühler erstmal notwendig ist auf jeden Fall, wo der schon noch funktioniert. Das schaut alles gut aus. Das messen wir ja auch alles. Also wenn wir das Auto, unser Entwicklungsauto, komplett mit Messstellen ausgestattet, heißt das, könnten wir jetzt theoretisch einfach erfragen und dann könnten wir uns die Werte rausgeben lassen. War ja wie vorher, man hat nicht alles im Kopf, aber wir haben alles auf Papier da. Aber der war auf jeden Fall notwendig, dass man hier schon einen Vorkühler auf jeden Fall hinsetzt. Das ist vorteilhaft auf jeden Fall, dass du zwischenkühlst. Haben wir einmal gemacht aufgrund der Physik. Das ist natürlich besser, dass du zwischenkühlst bei einer Aufladung in der Reihe. Aber auch, dass die Serien Turbos nicht mit so heißer Luft beaufschlagt werden. Weil du hast ja immer durch Verdichtung, durch Verluste aus der heißen Luft. Und ich möchte eigentlich nicht, dass die Serien Turbos mit zu warmer Luft beaufschlagt werden. Das heißt, ich möchte schon schauen, dass die Luft, die von Turbos angesaugt wird, im ähnlichen Raum ist wie bei Serie. Also was du gerade gesagt hast mit Messtechnik, was du gerade besprochen hast. Wir machen sehr, sehr viel Messtechnik. Also unser M4, der ist eigentlich gespickt. Also wir kriegen sowohl über ein externes Messsystem diverse Parameter rein für unsere Entwicklung, als auch wir stimmen eigentlich ähnlich ab, wie Serie es auch macht. Wir haben eine Online-Emulation. Das heißt, wir können, während wir fahren, den Datenstand betrachten. Wir sehen, wo er zugreift. Und wir können dann, während der Motor läuft, können wir die Messwerte, Stellen im Datenstand ändern. Mhm. Also wir können richtig voll variabel abstimmen. Wenn wir auf dem Prüfstand sind, dann können wir quasi, während wir den Lastpunkt halten, diverse Parameter angleichen. Und wir kriegen auch noch dadurch sehr, sehr schnell und sehr, sehr viele OBD-Messwerte raus. Mhm. Also du kennst es wahrscheinlich, man kann einen OBD-Stecker dran gehen, da kriegst du vielleicht sinnvoll 10, 15 Messwerte raus, dann wird es relativ langsam. Ich sag mal, wir kriegen, glaube ich, 500 bis 800 Messwerte raus. Wir gehen direkt an den Motor-Canvas dran. Wir kriegen in Echtzeit alles raus, was wir brauchen. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt hatten auf den Grip-Dreh, war der M5 ja auch noch komplett verkabelt. Da war ja auch noch alles am Messtechnik gerade dran. Ja. Ja, mega. Was war die größte Baustelle? Was war am meisten Kopfschmerzen? Also unabhängig über Jahre einen Kompressor zu entwickeln? Eigentlich war es nicht so schlimm. Es ist alles Arbeit gewesen. Die Erfahrung, dass man schon wusste. Ja, das ist jetzt nicht so was Besonderes, von sowas zu entwickeln. Bis halt alles passt, bis jede Schraube im Haus ist, bis die ganzen Lieferanten so liefern, wie wir wollen, bis du einen Lieferanten hast für einen Wärmetauscher. Also so richtig Probleme hat man eigentlich nicht. Es war halt nur Arbeit. Also es ist schon viel Arbeit gewesen. Da stecken jetzt bestimmt, stecken da drin, ich sag mal, wir haben 2 Jahre aktiv, kann man schon sagen, fast an diesem Projekt gearbeitet. Da waren 3 Ingenieure dran. Ich sag mal, steckt jetzt bestimmt 24 Mann unter der Entwicklung drin. Ja. Also das ist halt einfach Arbeit.
der Feinschliff ist halt, wenn du hinten anschaust, ist halt alles sehr qualitativ hochwertig. Genauso wie es mechanisch ist, ist auch vom Kempfels her, da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit drin. Auch ein Punkt, wo ich sehr überrascht war, wie viele Teile ihr in Summe fertigt, die ja wirklich nur für ein Auto sind. Ja. So, sei es hier ein Gussbogen, da ein Gussbogen, da ein gefräster Halter, hier nochmal ein Gehäuse, da nochmal ein spezieller Schlauch und so weiter. Ne? Das sind ja schon. Das sind viele Kleinigkeiten. Mein Steuerberater sagt auch immer, Christian, warum habt ihr so ein riesen Warenlager? Dann denke ich mir auch so, ja, warum ist es eigentlich so groß? Dann schaue ich mal rein, wenn wir die Inventur machen, dann denke ich mir so, welches Teil kannst du verzichten? Kannst du nicht. Ja? Aber das Problem ist ja, wenn jetzt der Halter fehlt, der kostet es vielleicht 15 Euro. Da kannst du trotzdem nicht ausliefern. Das heißt, wir müssen ja immer gleich 50, 100 Stück bestellen. Und der Bausatz hier besteht aus, wenn wir den Kompressor als einen Teil betrachten, wahrscheinlich aus 70, 80 Teilen. Mhm, der Kompressor selber auch nochmal 50 Teilen, hast du 130 Teile. Dann legen wir meistens so 50 bis 100 Kitzel mal auf Lager. Also, ja, hast du schon recht, das sind viele, viele kleine Teile. Letzte Frage, weil wir beim Thema Applikation gerade waren, beim Thema Abstimmen. Ja. War es, um das Auto abzustimmen, theoretisch einfach so wie einen Motor, wo die Turbolader gerade einfach anders funktionieren? Das heißt, man hat einfach nur ganz normal Kraftstoff angepasst und die Regelung der Turbolader? Oder war es dann doch einfach auch so vom kurzzeitig Reintreten, wann die Luftmasse da ist, dass das auch mehr Kompressor wurde? Du meinst jetzt die Arbeit zum Abstimmen, wie die war, oder? Genau, also wie das Betriebsverhalten ist. Nee, also wie das, die Arbeit zum Abstimmen war. Die war fürchterlich. Also das Problem ist, dass wir ein bisschen tricksen mussten. Wir haben halt keinen. Es gibt ein paar Kennfelder, die wir gerne hätten, die gibt es aber in der Motorsteuerung. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel, es gibt natürlich kein Kennfeld, was den Turbos sagt, ihr habt jetzt die Dichte, ihr könnt jetzt die Füllung fahren. Das ist ja alles füllungsbasiert. Und da haben wir schon ganz schön Tricks gemessen. Mhm. Aber haben wir am Schluss noch hinbekommen. Aber das war schon, muss ich sagen, die Software, ihr zu sagen, dass die sich so verhalten soll, wie Serie, wo wir jetzt auch sind, da hat da ein Kennfeld gefehlt. Da haben wir ein bisschen getrickst, das haben wir jetzt nicht. Was ich mir ein bisschen schwieriger vorstelle, ist, bei der Kompressor ist ja eigentlich immer abhängig von der Drehzahl des Motors. Stimmt, der Stab ist jetzt richtig. So, und das ist ja bei dieser eigentlichen Ladedruckregelung jetzt nicht so bedingt vorgesehen. Natürlich hängt da immer Drehzahl mit drin, aber es ist ja immer Drehzahl plus Last. Ja. Hier ist aber die Last erstmal egal, weil das ist ja eigentlich nur Drehzahl des Kompressors. Ne? Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da so Momente gibt, wo zu viel oder zu wenig Luft auf einmal da ist, dass der Motor das überhaupt verarbeiten kann. Egal, wie man es dann am Ende abstimmt. Das ist eben das Problem, das hast du richtig erkannt. Genau. Es gibt ein Füllungsmodell und das Füllungsmodell, das muss darauf stellen. Das Füllungsmodell ist über die Drehzahl, über Last gesteuert und dieses Füllungsmodell ist aber auch noch von anderen Parametern abhängig. Das war eigentlich unser großes Problem, dass man im Leerlauf, bei Tallast, bei Volllast, bei kaltem Motor, wenn es draußen heiß ist, das muss man alles angleichen. Dass das alles passt am Ende. Aber das haben wir eigentlich, muss ich sagen, jetzt sehr, sehr gut gelöst. Ich weiß nicht, du wirst mal ein bestimmtes Auto sehr fahrbereit, also fahr mal eine Runde. Du wirst uns hin. Das kriegst du, also müssen wir kein Video machen, aber für dich, dass du mal drüber also ja, auch richtig reden kannst. Ne? Wenn du mal gut gefahren bist, ist es nochmal ein ganz anderes. Ich sehe auf jeden Fall jetzt alleine nach dieser Viertelstunde das Konzept schon komplett anders, weil ich persönlich habe es auch eher so gesehen, Kompressor, damit dieses charakteristische Turboladerfahren weg ist. Mhm. Ist ja aber eigentlich gar nicht so, weil es ist ja eigentlich wirklich eher Kompressor, um die Turbolader zu unterstützen, dass es einfach generell geiler wird. Ja, es ist eine Mischung. Es ist ein bisschen, also untenrum ist eher Turbo, obenrum ist eher Kompressor, würde ich sagen. Obenrum das Ansprechverhalten ist dann schon sehr vom Kompressor dominiert, weil er viel Ladedruck bringt. Untenrum ist aber eher der Turbo. Also so eine neue, soll ich das sagen? Ein Glied. Es existiert immer von den besten Teilen. Da eine letzte Frage noch, wo du gerade sagst, obenrum, was passiert, wenn ich bei 7000 Drücken vom Gas gehe? Dann macht der natürlich Rabotti weiter und schiebt Luft weiter hier durch. Mhm. Das heißt, irgendwas so umluftmäßig ist wahrscheinlich. Nee, brauchst du nicht. Du kannst den so steuern, dass er die Spülung erhöht. Das heißt, du schiebst dann quasi mehr Luft durch den Brennraum durch. Ah, das heißt, über Nockenwellenverstellungen dann da irgendwo und so weiter. Richtig. Also, wir hatten bei den ersten einen Schubumluftventil eingebaut, hat man sich schon vorgesehen. Ich versuche natürlich immer ein System, wo auch Lagerwerte, ja, so kompakt, so klein wie möglich zu halten. Dann haben wir Gott sei Dank festgestellt, wir brauchen es nicht. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil da hast du auch wieder sehr recht. Normalerweise kommt viel Luft
das muss irgendwo hin. Was machen solche Systeme? Die fangen an zu pumpen, wenn es nicht abgenommen wird. Wir haben es eben so abgestimmt, dass es quasi über mehr Überschneidungen dann durch den Brenner und durch den Schub. Weil das ist dann ja schon wirklich ganz tief in der Programmierung drin, dass das wirklich so alles dann passt. Ne? Ja, das ist dann auch der Moment, wo wahrscheinlich viele, die es nicht ganz so professionell machen würden, ein Turbolader nach dem nächsten zerstören würden, weil da immer Luft weiter reinpumpt, dann mal in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Wir sind jetzt nicht die Götter, ja. Es gibt auch viele andere, die es gut machen können. Aber ich sag mal, es ist halt einfach Arbeit. Ja. Du musst dann dich damit beschäftigen. Ich glaube, dass andere es auch schaffen würden. Viele schaffen es vielleicht nicht, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Hier läuft's. Hier läuft's, ja. Da hat auch noch einen Vorteil beim Überspülen, das kannst du vielleicht auch mal erklären. Das ist ja sehr gut für einen Motor, wenn man viel überspülende Luft hat. Das ist ja. Es bringt Vorteile, bringt die Temperatur auf jeden Fall. Temperatur und Langlebigkeit. Es bringt die Temperatur, es bringt die Wärme raus. Ja. Hält die Katze auf Temperatur. Ein Punkt war mir auch noch wichtig. Wir haben das Thema Kurbelwellensicherung angesprochen. Mhm. Da gibt es natürlich auch Lösungen für. Also es ist ja nicht so, dass man das jetzt Serie fahren muss und Angst haben muss, wenn man jetzt das Kit drauf braucht, sondern kann man natürlich... Gibt es von euch auch ein Upgrade, da geht es dabei, dieses Rad hier vorne, das löst sich immer. Genau. Wobei eigentlich löst sich dahinter was? Ich bin ja jetzt auch nicht ganz sicher. Dahinter. Also ein Reibbelag in dem Fall. Das ist eine Mühlscheibe. Also das ist eigentlich sehr kompliziert. Ja, du hast Drehschwingungen und du hast überhöhte Drehschwingungen. Das heißt, selbst wenn ein Motor, sagen wir mal, bei 2000 Drehungen nominell bis 700 Newtonmeter abliefert, hast du eigentlich durch die Schwingungen eine Drehmomentüberhöhung. Das heißt, die Drehmomentüberhöhung bei dem Motor liegt bei 1,5 bis 1,8. Das heißt also, tatsächlich die wirkenden Kräfte, die Drehschwingungen erzeugen, sind nicht bei 700 Newtonmeter, sondern dieser axiale Pressverband von der Schraube und was dahinter sitzt, wird dann bei 1,5 mit 1050 Newtonmeter, bei 1,8 mit dann schon 1200, 1300 Newtonmeter beaufschlagt. Was passiert? Dann fängt irgendein Teil an, sich zu drehen. Und wenn das sich dreht, dann, wenn du Glück hast, dann verstellen sich die Steuerzeiten bloß leicht. Und wenn du Pech hast, verstellen sich so weit, dass die Ventile in Qualm gehören. Und was dann passiert, dann ist Baustelle. Am besten noch bei 7000 Drehungen. Gibt's Upgrade. Ja, da kann man gleich die Innereien wechseln. Wobei ich sagen muss, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Es gibt Sachen, das zu verbessern. Aber deswegen schauen wir eigentlich, dass wir diese Drehmomentüberhöhung, obwohl wir viel mehr Drehmoment fahren könnten, also wir schauen eigentlich bei 2000 Drehungen, da fahren wir noch nicht das maximal mögliche Moment. Da wird man normal mehr schaffen, aber um das ganze System sicher zu gestalten, machen wir es nicht. Diese Drehmomentüberhöhung liegt jetzt an dem Kompressor oder generell an der Trägheit von dem ganzen System? Also einmal am Kompressor und einmal an der Eigenfrequenz vom System. Okay. Das heißt, dieses Drehmoment entsteht zwischen Kurbelwelle und Kompressor, weil es über den Riemen zusammen ist und das zurrt so krass an dem Rad, dass es viel, viel mehr ist als das, was die Kurbelwelle nach hinten eigentlich abgibt. Es ist einmal der Riementrieb, der Last abnimmt, das ist einmal die Massenträger von System, die dran sind. Du siehst da hinten, das ist eine Scheibe, das ist ein Schwingungssystem, das ist ein Schwingungsträger und das arbeitet immer dann gegen diese Drehschwingung. Also das sind zwei überlagernde Geschichten, einmal die Massenträgheit von den Bauteilen, die hier mit angebaut sind und einmal genau der Zug vom Kompressor, von der Hydropumpe, von der Lichtmaschine, alles was an den Motornebenaggregate Trieb dranhängt. Tja, mega. Ich würde sagen, auf jeden Fall, das waren noch extrem coole, technische, informative Worte. Vielen Dank dafür schon mal. Sehr gerne, danke für die tollen Fragen. Also ich muss sagen, ich finde es immer schön. Ich bin gerade erfahren geworden. Ich finde es immer super, wenn ich mit jemandem rede, der sich auch technisch gut auskennt. Ja? Das ist immer so ein schönes Ping-Pong. Ja. Man merkt, Profi in technische Fragen stellen. Das sag ich mir Jahre dafür bist du bekannt. Ne? Ja, klasse. Beziehungsweise auch die Fragen immer so zu stellen, dass der Zuschauer, der gerade auf der anderen Seite der Kamera ist, sich genau das Gleiche gerade überlegt. Ja, du musst mich wahrscheinlich auch mal schon ein bisschen bremsen. Das sagt mein Sohn auch immer: Papa, du bist viel zu technisch. Aber ja, bei uns, die Zuschauer stehen zum Glück da drauf, die wollen das. Die wollen jeden Messwert und alles, die feiern das. Können wir alles liefern. Ja, ich würde sagen, ihr kriegt jetzt auf jeden Fall nochmal kurz einen kleinen Kurzporn von dem Motor, wie er hier steht. Und dann gehen wir zu dem Auto. Wenn ihr nickt, passt. Machen wir. Orange. Das ist euer Entwicklungsauto? Das ist gerade unser Entwicklungsauto, genau. Hier entwickeln wir auch die weiteren Ausbaustufen. 600 PS sind wir schon fertig.
Und hier sollen dann 700, 800, 900 und auch die 1000 PS entwickelt werden. Charger steht schon drauf. Ja, ist natürlich als Firmenauto, ja, macht gerne auch. Aber man sieht auch hier jetzt komplett ohne Manufakturpakete. Man kann das ja optisch auch ein bisschen aufwerten, indem man den Kompressor in schwarz nimmt. Oben haben wir es gesehen, am Motor war ja die Luftführung zum Beispiel in orange. Mhm. Dann, das wertet natürlich den Motorraum komplett nochmal auf. Und Manufakturpaket, nennt er das? Genau. Das wär, also so, wenn man jetzt ohne Manufakturpaket das bestellen würde, kriegt man das so geliefert an den Kunden. Kann man sich auch theoretisch die Farbe aussuchen oder gibt es dann nur so, wie wir es machen? Also aktuell nur wie wir es, also in unserer CI. Wir haben jetzt noch nicht die Invalidität, dass wir jetzt auch andere Farben anbieten. Einfach aus Gewährleistungsgründen. Wir wissen da ganz genau, das passt alles. Das, das hält auch die Temperaturen etc. Und wollen wir jetzt nicht wirklich anderen. Was ich aber ehrlich sagen muss, ich bin normalerweise auch so ein, ich pulver alles immer schwarz. Ja. Aber so, also ein Laie, der jetzt nicht gerade BMW-Fan ist, wenn du dir jetzt die ganzen Sensoren vorstellst, dann sieht das so in Original-Alu schon wirklich extrem seriennah aus. Ne? Also sieht so ein bisschen aus wie Sportluftfilter reingemacht. Mhm. So, aber sonst sieht das durch diese Luftführung, durch die Bauform auch so, wie das so an den Motor angepasst ist, schon recht seriennah aus. Übrigens, was wir im ersten oder zweiten Video gesehen haben, das Gussteil. Mhm. Findest du das wieder? Das war das Unterteil, ne? Ne, Wasserausgleichsbehälter. Ach so, den Wasserausgleichsbehälter. Der sitzt ja normalerweise serienmäßig hier vorne, glaube ich, wenn ich jetzt richtig bin. Passt perfekt in den Motorraum rein, ne? Hier, richtig. Krass. Da ich habe die ganze Zeit an den Motor geguckt, weil ich dachte, ist so am Motor, aber... Ganz versteckt da unten drin. Und das haben wir extra gemacht, damit wir hier eben Platz haben. Für den Luftfilter dann, ne? Für den Luftfilter, genau. Ja, ja, man sieht halt noch Entwicklungsauto. Hier sind noch die ganzen Messstellen für, ne, Druck, Temperatur. Mhm. Das Ganze auch nochmal hier hinten. Da hinten. Super. Ja, hier unten sieht man natürlich die ganzen von der Auspuffanlage, wie sie hochkommen. Aber ich würde sagen, können wir fahren, oder? Ich würde sagen, machen wir als allererstes einmal an. An. Ich will mal hören, ob man hier vorne so, wie das hier so, weißt du? Ja, man hört schon. Also, wie das so mit Kompressor am Start ist. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde es nicht zu viel Sound. Ja? Also jetzt erstmal nur so von unten rausfahren, wie man ja normalerweise fährt. Mhm. So. Oder? Wie findest du das? Ich finde es entspannt. Ist jetzt nicht so, dass der Kompressor irgendwie da so, so klar, das wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es von außen krasser ist als von innen, ne? Wir können mal so ein Flyby zum Beispiel machen, da hört man, wie laut das draußen ist. Ja, so hört man gar nichts. Nee, ist echt, muss ich echt sagen, ist cool. Gefällt mir auch. Jawohl, siehst du, da war nämlich das Geräusch, was ich eigentlich meinte. Ah, hier. Nee, also ich glaube schon, dass wenn jemand das für dieses Geld kauft, selbst wenn er das Gesamtpaket für 12.000 Euro mit Einbau, mit Eintragen und allem, ist das, glaube ich, schon eine Leistungssteigerung, die man für das Geld woanders erstmal bekommen muss, mit Eintragung und so weiter. Bin jetzt nicht so in der BMW-Szene drin, weiß jetzt nicht so, was sonst so Leistungssteigerungen kosten. Aber immer unter der Prämisse, dass das ja eigentlich auch erst nur Warm-up ist und das mit dem Ganzen, wie es so ist, eher in Richtung 700-800 PS geht, ohne Turbolader und so weiter zu machen will. Ja. Aber jetzt bin ich noch einmal gespannt, ob wirklich von außen so richtig der richtige Kompressor-Sound zu hören ist hier. Ah, die Sonne geht unter. Ist das dramontisch. Also ich finde wirklich, dass es immer noch relativ undercover ist. Ich habe keinen Kompressor gehört. Ja, ich habe schon. Man hört schon von der Last her. Man hört auch, dass das halt, ich finde man, das ist auch vielleicht das beim Beschleunigen. Ich finde, der ganze Motor hört sich an wie ein Motor, der normalerweise 3 Bar Ladedruck hat. Vielleicht ist es tatsächlich so, durch diesen Druck vor dem Kompressor, es hört sich kraftvoll an. Das finde ich definitiv. Also das passt schon. Ja, ich würde sagen, waren 3 mega coole Videos hier in Bayern bei der Firma Infinitas. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.